Vielen Dank an alle Patreons, Abonnenten und natürlich an die Kanalmitglieder. Ihr macht diesen Kanal erst möglich. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video, wo ich stolz erzählt habe, an der offiziellen deutschen Übersetzung der Overlord Light Novel mitzuarbeiten. Band 1 und 2 kamen so heraus, wie es auch geplant war. Band 3 wiederum weniger nach Plan. In diesem Video schauen wir uns an, warum das so ist und wie es weitergehen wird. Viel Spaß! Im März 2021 erwarb Tokyopop, ein Anime- und Manga-fokussiertes Unternehmen aus Hamburg, die Lizenz, um die Light Novel des Hit-Anime Overlord auf Deutsch herauszubringen. Während die deutsche Synchronisation des Anime umstritten und die des Manga als, nennen wir es mal, schlecht aufgefasst wird von der Community, waren die Erwartungen gegenüber der Light Novel entsprechend hoch. Innerhalb der Overlord-Community gilt die Novel nämlich als das Wichtigste und Beste an ganz Overlord. Manche nennen es sogar Herr der Ringe der Anime-Welt. Deutsche Fans der Serie brachten dann letztlich mich und Tokyopop zusammen, sodass wir eben gemeinsam an der Novel arbeiteten. Wobei sich mein Aufgabenbereich letztlich darauf bezog, dass die Lore intakt bleibt, was einer der Kritikpunkte der Anime-Synchronisation war. Jedenfalls befinden wir uns nun im Dezember 2021. Du bist Fan der Reihe und du hast dir gerade Band 3 auf Deutsch vorbestellt. Aber was ist das? Das Release-Date wurde verschoben. Und dann wieder und dann nochmal. Und plötzlich ist es Dezember 2023. In der Zeit hast du die Schule beendet, ein FSJ angefangen und du musst dich mit nervigen Personen auf Discord täglich rumschlagen. Ich werde kein My Hero Academia Video machen. Ja, und das Buch kommt dann doch endlich an. Was ist schiefgelaufen? Bevor ich das beantworte, ein kleines Vorwort meinerseits. Ich habe zwar an der Novel mitgearbeitet, wie bisher halt schon gut angesprochen wurde, denke ich mal, bin aber kein offizieller Teil des Teams dahinter. Sprich, ich bin eher sowas wie ein Ratgeber, kann man sagen. Ich stehe auch zumindest bisher nirgendwo wirklich mit Namen. Dementsprechend verdiene ich aber auch kein Geld damit. Und dieses Video ist auch kein Placement. Und auch mit anderen oder direkteren Worten, ich persönlich habe nichts davon, wenn ich an andere Leute das weiterempfehle. Naja, aber jetzt zum eigentlichen Thema, warum das überhaupt so war. Laut Tokyopop lag die Verzögerung an Produktions- und Materialproblemen sowie an einem längeren Verbesserungsprozess, welche nun allerdings alle überwunden und abgeschlossen werden konnten. Im April und im August sollen Band 4 und Band 5 veröffentlicht werden. Ob ich, Lord Mirror, weiterhin an der Serie beteiligt bin, ist noch nicht geklärt und befindet sich gerade in Besprechung. Das ist die offizielle Version. Inoffiziell gab es allerdings viel Kritik Tokyopop gegenüber. Nicht von Fans, die gab es zwar natürlich auch, aber vor allem kamen diese dann von anderen Konzernen und Review-Seiten. Auch ich wurde angeschrieben vor geraumer Zeit, um mich auszufragen. Ich denke, dass diese Kritik ein weiterer Faktor gewesen sein muss. Und Tokyopop hat sich die Zeit genommen, um zu gucken, wo die Fehler liegen. Diese haben sie dann korrigiert und vermutlich haben sie die Zeit gebraucht, um sich von dem kleinen Shitstorm zu erholen. Das ist natürlich nur eine Interpretation, ich kann ja nicht genau sagen, was exakt vorgefallen ist. Meiner Meinung nach vollkommen legitim, aber dann hätten sie ruhig Band 3 vorher rausbringen können. Aber ich kann ja auch nicht sagen, wie die Produktionsprobleme aussahen. Kann ja sein, dass das zu 2 Jahren kompletter Stillstand geführt hat. Ich weiß es nicht, ich arbeite da nicht. Außerdem meine ich, über Ecken mitbekommen zu haben, dass die da intern einiges umstrukturiert haben und vielleicht eine neue Redaktion haben, Fragezeichen in Klammern, also sehr wahrscheinlich mussten sie da einiges neu ordnen. Zum Kritikpunkt vorne noch einmal. Die diversen Konzerne und Review-Seiten sind ja die eine Sache. Aber was sagt denn die Community? Von dem, was ich mitbekommen habe, sind die regulären Overlord-Fans, also die Zielgruppe, recht zufrieden. Neben 2, 3 Rechtschreibfehler gäbe es kaum etwas auszusetzen, sagte mal ein Kumpel. Nach meiner Auffassung kommt also die Kritik eher von außerhalb. Aber wie seht ihr das? Habt ihr ein Problem mit der deutschen Light Novel von Overlord oder seid ihr eigentlich zufrieden? Und wie gefällt euch bisher Band 3? Mir wurde ja als kleines Dankeschön dafür, dass ich an der Novel mitgearbeitet habe, 2 Exemplare von Band 3 geschickt. Für mich ist das natürlich leicht zu sagen, weil ich eben daran mitgearbeitet habe und irgendwo kann ich das natürlich nicht objektiv betrachten, aber ich bin sehr zufrieden mit der Novel. Ja klar, die 2, 3 Fehler gibt's da natürlich schon und das sollte eigentlich nicht vorkommen bei einem richtigen Verlag, aber ich denke, darüber kann man mal hinwegsehen, oder? Aus meiner Sicht nur Kinderkrankheiten für ein relativ kleines Unternehmen. Ich finde das noch entschuldbar. Aber gut, also, wie gefällt euch Band 3?
Und für die Interessierten, die das noch nicht gesehen haben, packe ich mal die Tokyopop-Website in meine Beschreibung hier von diesem Video. Und ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Anschauen und hoffentlich natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao und schöne Feiertage und eine schöne Weihnachtszeit. Bye, bye. Ich muss sowas machen wie eine Verlosung.